Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich bin Gabriele Braun, Geschäftsführerin der Marketingbörse. Heute geht es im Webinar um das Thema Marketing Automation. Ich darf Ihnen dazu unseren Referenten, Herrn Andreas Enter, vorstellen. Herr Enter ist E-Mail Marketing Senior Consultant bei der Optivo GmbH, ein Unternehmen von der Deutschen Post DHL. Der diplomierte Betriebswirt verantwortet dort die Entwicklung, Optimierung und Neuausrichtung kundenseitiger E-Mail-Marketing-Maßnahmen und Strategien. Heute berichtet er uns über das Fallbeispiel K. Delmar und wie K. Delmar mit einer ausgeklügelten Reaktivierungskampagne 7% aller Abonnenten zurückgewinnen konnte. Dieses Fallbeispiel wurde sogar ausgezeichnet mit dem Marketing Sherpa E-Mail Award. Ja, ich bin schon ganz neugierig. Lassen Sie uns beginnen. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ja, ein herzliches Willkommen erstmal in die Runde. Und ja, dann sehen wir mal, wie K. Delmar erfolgreich reaktiviert hat. Vorher möchte ich aber ganz kurz noch mal was zu unserem Unternehmen sagen, damit Sie ungefähr eine Vorstellung haben, aus welcher Richtung wir kommen und warum wir eben mit K. Delmar auch eine solche Kampagne starten konnten, beziehungsweise warum wir da als Experten ja, für K. Delmar hoffentlich sehr erfolgreich reaktivieren konnten. Deswegen eine ganz kleine Vorstellung. Optivo wurde 2011 von Ulf Richter und Peter Romjanowski gegründet. Das sind die zwei Gründerväter unserer Firma. Und bis Juni 2013 sind wir Inhaber geführt, zum einen der erfolgreichsten E-Mail-Marketing-Dienstleister im europäischen Raum gewachsen. Und im Jahr 2013 wurden wir dann von der Deutschen Post ja, im Prinzip akquiriert und sind im Prinzip eine hundertprozentige deutsche Tochter der Deutschen Post. Und neben den beiden Gründern ist dann auch noch Thomas Dietzmann als dritter Geschäftsführer an Bord gekommen. Und wir verstehen uns, und das ist vielleicht hier an der Stelle der wichtige Punkt, als Omnichannel-Dienstleister. Das heißt, wir verschicken im Auftrag unserer Kunden E-Mails, SMS, Social-Media-Beiträge, Web, Fax und Print. Das sind die Kanäle, über die Sie bei uns letztlich Ihre E-Mail-Marketing- oder Marketing-Kampagnen streuen können an Ihre Kunden. Und das nutzen jetzt mittlerweile mehr als 1000 Kunden. Und in unserem Standort in Berlin und auch in vier weiteren Ländern arbeiten wir momentan mit über 130 Mitarbeitern. Selbstverständlich schlägt aber unser Herz natürlich noch in Berlin, weil da sind wir groß geworden, da kommen wir her. Aber wir werden sehen, was in den nächsten Jahren gerade auch mit der Deutschen Post im Rücken noch für Länder in ja, der Expansion hinzukommen. Und last but not least sind wir natürlich auch Mitglied in verschiedenen Branchenverbänden und Initiativen. Das ist gerade im E-Mail-Marketing ein recht wichtiger Fakt, um einfach rechtssicheres E-Mail-Marketing und auch in den anderen Kanälen rechtssicheres Marketing zu betreiben. Soweit erstmal zur Einleitung und kurz zu unserem Unternehmen, wo ich arbeite, wo ich herkomme und wo wir die Chance bekommen haben, mit K. Delmar zusammen eine Reaktivierungskampagne aufzusetzen. Stellt sich natürlich die Frage, das ist jetzt so der Einstieg, warum sollte man überhaupt reaktivieren? Und da verbergen sich natürlich einige gewichtige Gründe, und die sollten wir uns im ersten Schritt etwas genauer anschauen, um einfach zu wissen, okay, was bringt uns eigentlich so eine Reaktivierung? Die Folie haben vielleicht einige von Ihnen schon einmal gesehen. Das soll nochmal verdeutlichen, dass es im Prinzip kostengünstiger ist, alte Kunden zu reaktivieren, anstatt neue Kontakte zu gewinnen. Und das versucht man eben mit Hilfe einer Reaktivierungskampagne, die ja ehemalige Kunden wieder zurückholt, quasi in die Kundenbeziehung und damit den Kundenwert weiter erhöht und sie wieder für diese Kunden Angebote schnüren können und letztlich wieder zu ihrem Deckungsbeitrag, zu ihrem Beitrag des Unternehmenserfolges beitragen. Das ist ein wichtiger Punkt natürlich, ja, um den Kundenlebenszyklus zu verlängern. Einen weiteren wichtigen Punkt, gerade im E-Mail-Marketing gibt es noch, das ist die Newsletter-Performance. Vielleicht haben es einige von Ihnen schon mitbekommen, dass über den Zeitablauf die Newsletter-Performance sich verschlechtert. Und hier ist einmal exemplarisch dargestellt die Öffnungsrate eines Newsletter-Versenders.
Und man sieht sehr deutlich an dieser gestrichelten blauen Trendlinie, dass über den Zeitablauf hier in dem Fall die Öffnungsrate kontinuierlich abnimmt. Und der Grund ist eben, dass eine steigende Anzahl von inaktiven Empfängern in ihrer Empfängerliste sind und damit die relative Öffnungsrate abnimmt. Das ist aber nur ein Beispiel hier. Das muss bei Ihnen natürlich nicht so aussehen. Sie sollten auf jeden Fall die Entwicklung dieser Öffnungsrate über einen längeren Zeitraum betrachten, eben gerade vor diesem Hintergrund inaktive Empfänger. Aber natürlich müssen Sie das auch sehr genau betrachten, denn saisonale Ereignisse oder andere Ereignisse können natürlich auf jeden Fall Einfluss haben auf diese Öffnungsrate und deswegen ist ein längerer Betrachtungszeitraum hier natürlich von Vorteil, um da keine fehlerhaften Rückschlüsse zu ziehen. Ein weiterer Grund für die Reaktivierung von inaktiven Empfängern ist die Notwendigkeit der Datenbereinigung, denn nichts anderes ist die Reaktivierung letztlich und das zeigt sich natürlich dann, wenn Sie mehrere inaktive Empfänger in Ihrer Empfängerliste haben, dass sich die Reputation und Zustellbarkeit möglicherweise verschlechtert, denn die Gründe sind hier genannt. Nicht alle Empfänger tragen sich bei Desinteresse aus ihrem Verteiler aus, sondern reagieren halt sehr unterschiedlich auf ja, ihren Unmut, weiterhin Werbung von ihnen zu bekommen, beziehungsweise kein Interesse mehr zu haben. Und wie Sie sehen, nur 2/3 klicken auf Unsubscribe, also abbestellen. Die restlichen Empfänger löschen einfach ihre E-Mails, klicken auf Spam, den Spam-Button oder ignorieren schlichtweg ihre Nachrichten. Das nennt sich auch Greylisting. Und jetzt kommen wir eben genau zu dem Problem Reputation und Zustellbarkeit. Provider tracken das Verhalten ihrer Newsletter-Empfänger und damit erkennen sie sehr genau, wenn von einer bestimmten Versanddomain oder IP-Adresse ihre Nachrichten quasi auf wenig Gegenliebe stoßen. Denn wenn jemand den Spam-Button klickt oder die Nachrichten permanent löscht, dann gibt es bei den Providern bestimmte Schwellwerte und damit sinkt quasi ihre Reputation. Und das wirkt sich am Ende natürlich auf die Zustellbarkeit aus, dass der Provider sagt, okay, von diesem Versender oder von dieser Domain, Versanddomain, stellen wir die Nachrichten nicht mehr zwingend in das Posteingang zu. Dann gibt es noch einen letzten Punkt, den ich vielleicht an dieser Stelle nennen möchte. Es ist kein sehr gewichtiger Grund, aber es hat natürlich rechtliche Implikationen. Viele Provider vergeben nach einem gewissen Zeitraum die E-Mail-Adressen oder den Login neu, wenn sich der Nutzer für einen bestimmten Zeitraum nicht eingeloggt hat an diesem Portal. Hier sind exemplarisch einfach mal 5 Provider genannt, web.de, gmx, die in Deutschland sehr stark vertreten sind. Dann haben wir noch outlook.com, Gmail und Yahoo. Und hier ist es eben der Punkt, hat sich jetzt ein Nutzer bei web.de oder gmx beispielsweise über ein halbes Jahr nicht eingeloggt, dann sperrt quasi web.de und gmx diese E-Mail-Adresse, gibt natürlich vorher nochmal Rückmeldung an den Nutzer, dass er sich doch bitte einloggen möchte, aber wenn der nicht reagiert, ist eben diese E-Mail-Adresse quasi gesperrt. Und dann passieren 2 Sachen. Zum einen kann der Provider sagen, okay, wir legen diese E-Mail-Adresse als Spam-Trap fest. Das heißt, wenn zukünftig E-Mail-Versender oder Marketeer an diese E-Mail Nachricht schicken, dann ist diese Nachricht oder diese E-Mail-Adresse als Spam-Trap markiert und damit tappt man quasi in die Falle und hat natürlich ein Problem, rechtlich nachzuweisen, dass man wirklich berechtigt ist, an diese E-Mail zu schreiben. Denn, und das muss man wissen, steht ja bei der Neuvergabe dieser E-Mail-Adresse keine rechtlich oder physische Person mehr dahinter, die sich angemeldet hat vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr. Das heißt, es ist eine andere physische Person und damit erlischt auch das Werbeeinverständnis. Und deswegen ist es natürlich sehr wichtig, da seinen Adressbestand sauber zu halten und bei diversen Rückmeldungen von den Providern, die zeigen das mit verschiedenen Bounces an, dann auch diese Adresse aus dem Adressbestand zu nehmen. Und deswegen sollten Sie auf jeden Fall auch reaktivieren. Eine große Frage ist jetzt natürlich, wie wähle ich denn überhaupt die Inaktiven aus? Das heißt, wie markiere ich diese? Was sind die Inaktiven in meinem
Datenbestand. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Inaktive definieren. Hier mal exemplarisch eine kleine Tech Cloud. Das heißt, Inaktive können natürlich anhand von Nichtöffnungen, von Klicks, von nicht vorhandenen Conversions oder nicht gemachten Logins identifiziert werden. Das müssen Sie natürlich für sich selber festlegen, was für Sie ein inaktiver Kunde ist. Im E-Mail-Marketing ist es wichtig, hier möglicherweise auf Öffnungen und Klicks zu achten. Gerade Öffnungen, wenn Sie feststellen, okay, in meinem Verteiler sind Kunden, die seit x Monaten nicht mehr geöffnet haben, dann sollte man überprüfen, ob es sich überhaupt noch lohnt, diese Empfänger aus den vorab genannten Gründen Nachrichten zuzusenden. Und aber auch natürlich Versandfrequenz oder Kaufzyklen könnten bei der Auswahl des zu reaktivierenden Segments eine Rolle spielen. Das war bei Kardemar auch der Fall, dass bei der Festlegung der Kampagne solche Stichworte berücksichtigt werden mussten, um quasi den richtigen Zeitpunkt der Reaktivierung zu bestimmen. Hier einmal exemplarisch eine Empfängerliste, wo der Anteil der inaktiven Empfänger in der Empfängerliste über den Jahresablauf verdeutlicht werden soll. Das heißt, innerhalb eines Jahres haben hier knapp über 50% der Empfänger mindestens ein Mailing geöffnet. Sind ihre Kaufzyklen vierteljährlich oder ihre Versandfrequenz wöchentlich? Dann ist es natürlich sehr ärgerlich, wenn Sie so viele Kunden gar nicht mehr mit Ihrem Newsletter auseinandersetzen. Und am Beispiel von Kardemar haben wir alle Empfänger für die Reaktivierungskampagne ausgewählt, die seit mindestens 5 Monaten kein E-Mail mehr geöffnet haben. Was war der Hintergrund? Kardemar weiß über seine Kunden, dass durchschnittlich 2 Mietwagen im Jahr angemietet werden. Und damit quasi zu den wichtigen Buchungszeiträumen im Frühjahr und im Herbst der Kardemar quasi wieder in das Gedächtnis der Kunden zurückgerufen wird, war damit entschieden, dass wir im Prinzip die Reaktivierungsphase und die Phase der Inaktivität auf 5 Monate festgelegt haben, um dann quasi 1 Monat vor dem wichtigen Buchungszeitraum sich wieder ins Gedächtnis zu rufen und die Kunden zu reaktivieren. Genau, hier sieht man das einfach mal eingezeichnet. Das wäre so quasi vor dem Hintergrund der Kaufzyklen und vor dem Hintergrund des saisonalen Geschäfts der Zeitpunkt oder ist der Zeitpunkt gewesen, an dem Kardemar angesetzt hat. Und im Prinzip Leute, die 150 Tage nicht geöffnet haben, die wurden zur Reaktivierung vorgesehen. Dann galt es natürlich mit einer pfiffigen Idee, die Kunden wieder für Kardemar zu begeistern, zu reaktivieren. Und diese Idee möchte ich jetzt im Folgenden kurz vorstellen und dabei auch ganz kurz auf die Marketing Automation eingehen. Das heißt, wie kann man so eine Kampagne automatisieren? Und das ist ja auch natürlich der Hintergrund, dass Sie sich um solche Kampagnen letztlich nicht mehr im Tagesgeschäft kümmern müssen, sondern dass Sie einfach parallel zu Ihren weiteren Kampagnen laufen. Wir haben uns orientiert bei der Entwicklung der Idee dieser Kampagne an dem Kardemar-Slogan, der da heißt, günstige Mietwagen im weltweiten Preisvergleich. Da stecken natürlich einige wichtige Details im Geschäftsumfeld von Kardemar drin. Das ist zum einen, also hier nochmal günstige Mietwagen weltweiten Preisvergleich. Das ist zum einen Mietwagen, das ist das Thema, worum es sich dreht, das ist, was Kardemar vertreibt. Also muss es natürlich in irgendeiner Weise die Kampagne einen Mietwagenbezug haben. Der zweite Punkt, der da drin steckt, ist der Ansatz weltweit. Das heißt, Kardemar ist nicht nur in Deutschland tätig, sondern weltweit. Und deswegen sollte so eine Kampagne natürlich auch einen Bezug zu der weltweiten Tätigkeit von Kardemar herstellen. Die nächste Vorüberlegung war, dass natürlich viele Studien belegen und wie auch unsere Erfahrung sagt, dass Incentives hier immer als Verstärker wirken
Und natürlich sollte dann in der Kampagne entsprechend ein monetärer Anreiz berücksichtigt werden, um die Kunden erfolgreicher zu reaktivieren. Und zu guter Letzt, was auch immer sehr, sehr gut funktioniert, was viele Studien und natürlich auch verschiedene erfolgreiche Kampagnen gezeigt haben, ist der sogenannte Gamification-Ansatz. Das heißt, dass man versucht, Kunden durch einen spielerischen Ansatz zu mehr Engagement zu bewegen und dadurch auch das Involvement in die Kampagne, also die Beteiligung stärkt, damit der Kunde letztlich sich intensiv mit dem Thema und mit der Marke auseinandersetzt. Auf Grundlage dieser Vorüberlegungen haben wir dann einen Slogan entwickelt, nämlich die Cardel-Mar-Weltreise. Das war im Prinzip der Aufhänger. Das war das Gewinnspiel, der Ansatz der Reaktivierungskampagne. Und gefragt war, in welcher Stadt steht denn der Mietwagen? Und natürlich als Incentive, wie ich bereits eingangs erwähnt habe, konnte man hier einen kostenlosen Mietwagen gewinnen und dies sollte als Verstärker dienen, dass die Leute quasi sich mit der Kampagne auseinandersetzen, sich mit dem Gewinnspiel auseinandersetzen und natürlich noch ein Benefit von ihrer Arbeit, die sie damit logischerweise haben, die Zeit, die sie da investieren, dass sie da etwas wieder zurückbekommen von Cardel-Mar. Wie wurde das umgesetzt? Und jetzt spielt die Marketing Automation natürlich eine Rolle. Zum einen, das ist jetzt exemplarisch einfach die vier Cardel-Mar Newsletter, die hier gezeigt werden. Und natürlich kann man über eine Marketing Automation beziehungsweise über eine Segmentierung und zielgruppengenaue Aussteuerung die Kunden segmentieren, die im inaktiven Segment vorhanden sind. Das heißt, hier in 5 Monaten, die seit 5 Monaten kein E-Mail geöffnet haben. Und der erste wichtige Fakt war, was als automatisieren galt, dass diese Empfänger aus der regulären Newsletter-Kommunikation erstmal herausgenommen werden. Also hier sieht man ganz deutlich, sie haben keinen weiteren Newsletter empfangen und nach 2 Newsletter-Ausgaben kam dann die Einladungsmail quasi zur Cardel-Mar-Weltreise, zu diesem Gewinnspiel, auf das wir ausgerufen haben. Warum macht man das? Unsere Erfahrung zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall steigt, im Posteingang wieder wahrgenommen zu werden, wenn eine gewisse Zeit keine Post quasi von einem Unternehmen im Posteingang liegt. Denn dann fällt man auch wieder auf, dann denkt sich der Kunde, ja, was ist hier, wieso bekomme ich jetzt plötzlich wieder Post? Ich habe doch seit einem Monat gar nichts mehr von denen gehört. Und damit steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ihre E-Mail wieder geöffnet wird, weil es könnte ja etwas Wichtiges sein. Und in dem Fall haben wir uns dafür entschieden, eben 2 Newsletter auszusetzen, dann diese Einladungsmail zu senden mit der Gewinnspielaufforderung, die den Kunden hier animiert hat, über einen Teaser zum einen und zum anderen natürlich auch über 3 klickstarke Buttons, sich für einen Kontinent zu entscheiden, auf dem er starten möchte. Und dann sollte er in den nachfolgenden E-Mails des Gewinnspiels einfach die Stadt erraten, in der der Mietwagen steht. Und natürlich wurde hier auch nochmal kommuniziert, es ist ganz einfach, Kontinent wählen, Stadt erraten und diesen Mietwagen, den man eine Woche kostenlos fahren kann, zu gewinnen. Natürlich sollte man an dieser Stelle nicht aufhören und man sollte vor allen Dingen beachten, dass natürlich die inaktiven Empfänger nicht sofort ihre Kampagne oder ihre E-Mails beachten. Deswegen gibt es noch einen wichtigen Erfolgsfaktor an der Stelle. Ändern Sie Ihren Absendernamen. Bei Cardel-Mar haben wir einfach den Absendernamen auf Cardel-Mar Weltreise geändert. Damit ist natürlich auch wieder die Monotonie durchbrochen. Nicht Cardel-Mar Newsletter oder nicht Cardel-Mar, womit der Nutzer sich letztlich nicht mehr wirklich auseinandergesetzt hat mit diesem Absender, sondern jetzt bekommt er einen neuen Absendernamen und damit steigt auf jeden Fall die Aufmerksamkeit. Und Sie können natürlich auch, wie in jeder E-Mail-Marketing-Kampagne, Ihren Erfolg oder Ihre Öffnungsrate steigern, indem Sie beispielsweise AB-Betreffzeilen-Split-Tests durchführen. An der Stelle haben wir 2 Betreffs gewählt, einmal die Cardel-Mar-Weltreise, jetzt teilnehmen und gewinnen. Die andere Betreffzeile war jetzt gewinnen, eine Woche kostenlos Mietwagen fahren. Und überraschenderweise hat nicht die Betreffzeile mit dem vordergründigen Incentive gewonnen, nämlich jetzt gewinnen,
sondern die Betreffzeile, die gerade mal Weltreise jetzt teilnehmen und gewinnen. Und das hatte unserer Erklärung nach folgenden Hintergrund. Cardelmar vergibt sehr viele Gutscheine. Man bekommt quasi in jeder E-Mail die Möglichkeit, etwas zu gewinnen oder einen Rabatt zu bekommen. Und ja, vielleicht waren die Kunden an der Stelle schon gelangweilt oder nicht mehr aufmerksamkeitsstark. Aber die Cardelmar Weltreise, da entstehen natürlich Fragen, was ist das, wo kann ich da teilnehmen? Und damit konnte eine höhere Öffnungsrate erzielt werden, weil es eben nicht der gleiche Ansatz wie bei jeder Newsletter-Kommunikation war. Ganz wichtig, und da kommt die Marketing Automation ins Spiel. Wenn Sie natürlich nur mit dieser einen E-Mail versuchen, Ihre Kunden zu reaktivieren, dann wird das nicht unbedingt von sehr großem Erfolg gegönnt sein. Sie müssen am Kunden bleiben und natürlich versuchen, mehrfach den Kunden anzuschreiben und dazu zu bewegen, sich mit Ihrer Kampagne auseinanderzusetzen. In diesem Fall wurden 2 Nachfassmails versendet, das automatisiert nach jeweils 2 Tagen und 4 Tagen. Und in diesen Nachfassmails wurden noch einmal unterschiedliche Ansätze probiert mit der Betreffzeile, um die Kunden letztlich doch noch zur Öffnung zu bewegen. Das ist das Nachfassen. Natürlich kann man auch, wenn man das Ziel hat, dass auch jeder Kunde an dieser Kampagne teilnehmen soll, Erinnerungsmails versenden. Das empfehlen wir natürlich auch sehr, denn nur weil der Kunde einmal ihre E-Mail geöffnet hat und dann aber nicht die Kampagne durchlaufen hat, heißt das noch lange nicht, dass er auch dauerhaft reaktiviert ist. Es ist also auch wichtig, dass der Kunde letztlich die Kampagne tatsächlich durchläuft und quasi über eine E-Mail-Serie, die danach automatisch gestartet wird, nach Klick in einer dieser E-Mails, dann involviert wird in die Marke, in das Gewinnspiel, in die Kampagne und sie sich damit intensiv wieder mit ihrem E-Mailing-Format und mit ihren E-Mails auseinandersetzt. Und deswegen gab es eine Erinnerungsmail mit einem leicht geänderten Ansatz. Um es nochmal ein bisschen anders, das Thema zu verdeutlichen, den Nutzer. Und hier hatte er wieder die Chance, quasi auf die einzelnen Kontinente zu klicken oder auf die verschiedenen Buttons, die hier gegeben sind. Dann hat die Kampagne gestartet, automatisiert, je nachdem natürlich für die Nutzer unterschiedlich im Zeitablauf, denn jemand konnte ja beispielsweise in der ersten Einladungs-E-Mail teilnehmen bereits an der Kampagne, jemand anders hat erst an der dritten Mail diese Kampagne geöffnet und dann auch teilgenommen. Und deswegen sind natürlich die erste Stufe dieses Gewinnspiels zu unterschiedlichen Zeitpunkten an die Empfänger verschickt worden. Aber das lässt sich natürlich alles wunderbar über eine Automation regeln, die quasi nur jeden Tag prüft, okay, wer hat teilgenommen, muss er jetzt diese E-Mail bekommen oder nicht. Und dann ist unerheblich, zu welchem Zeitpunkt letztlich der Klick in die Einladung, in den Einladungsmails erfolgt ist. Denn diese Mails wurden dann entsprechend einen Tag später nach Klick in den Einladungsmails verschickt. Hier exemplarisch die erste Stufe, das heißt, das war jetzt Asien, hier quasi die Gewinnspielmail für Asien. Dann gab es eine Gewinnspielmail natürlich für Europa und zu guter Letzt natürlich eine Gewinnspielmail für Nordamerika, je nachdem von der Automation ausgesteuert in, für welchen Kontinent der Teilnehmer sich quasi entschieden hat. Somit sind 3 Stränge entstanden und diese 3 Stränge in der Automation waren wie folgt ausgestaltet. Es ging darum, dem Nutzer quasi 3-mal die Chance zu geben, die richtige Stadt zu erraten. Und natürlich haben wir hier auch darauf geachtet, dass stufenweise die Ratechance gestiegen ist, denn wir wurden mit den Bildern immer eindeutiger. Das heißt, auch jemand, der jetzt nicht alle Sehenswürdigkeiten einer bestimmten Stadt kennt, hat natürlich vielleicht zu guter Letzt die Chance, mit der prominentesten Sehenswürdigkeit doch noch erfolgreich am Gewinnspiel teilzunehmen. Hier das Beispiel von Nordamerika. Wir sehen hier die Straße. Vielleicht fällt es den einen oder anderen schon auf, um welche Stadt es sich handelt. Wenn nicht, bekommt er hier nochmal vom Cable Car ein Bild geliefert. Diese E-Mail ging dann auch 2 Tage später raus, nach der ersten E-Mail. Falls er sich dort verklickt hat, nicht richtig getippt hat, ist dann eben diese zweite E-Mail gekommen, automatisiert. Wenn er hier richtig
ja, geantwortet hat, dann wäre er aus der Kampagne heraus und ist im Prinzip aus der Automation wieder zurückgeführt in die Regelkommunikation und als erfolgreich reaktiviert markiert worden. Wenn er hier noch nicht eindeutig und auch richtig die Antwort gegeben hat, dann hätte er zu guter Letzt hier nochmal die Golden Gate Bridge bekommen und die ist ja, ja weithin bekannt, sodass die Chance natürlich hier gegeben ist, auch die richtige Antwort zu klicken. Wie ich bereits sagte, hat er die richtige Antwort gegeben, gibt es noch eine abschließende Mail, dass er erfolgreich getippt hat und wie quasi die Auswahl der Gewinner vorgenommen wird und zu welchem Zeitpunkt er möglicherweise über den Gewinn benachrichtigt wird. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, um zu wissen, was habe ich noch für eine Kommunikation zu erwarten, was bekomme ich demnächst noch zugesendet. Deswegen jetzt zu den Ergebnissen dieser Kampagne. Wie in der Einleitung bereits gesagt wurde, sind 7% der Empfänger reaktiviert worden. Das heißt, hier wurde eine Reaktion dokumentiert in dieser Kampagne. Öffnung, Klick, was auch immer. Und wie ich bereits sagte, haben wir darauf gesetzt, über Nachfassen und Reminder die Kunden natürlich die Zahl hier von 7% weiter nach oben zu treiben. Und vielleicht für Sie interessant an der Stelle, im Hauptversand haben nur 39% der Gesamtreaktivierten, also von diesen 7%, haben nur 39% eine Reaktion gezeigt. Im Nachfassen waren es 61%. Das heißt, wir konnten durch das Nachfassen weitere 2/3 an inaktiven Empfängern zurückgewinnen. Und insgesamt haben von den Reaktivierten 2,3% an der Kampagne teilgenommen, das heißt Engagement gezeigt und sich längerfristig mit ihrer Marke und den Inhalten ihrer Kommunikation auseinandergesetzt. Jetzt nochmal zwei wichtige Punkte. Was machen mit Nicht-Reaktivierten? Schmeißen Sie die Adresse nicht weg, weil Sie müssen sie natürlich zwecks Dokumentationszwecken aufheben. Und Sie können natürlich nach weiteren einem halben Jahr oder Dreivierteljahr diese E-Mail-Adresse noch immer wieder für Sondermailings vorsehen. Das heißt, haben Sie weitere Reaktivierungsversuche, möchten Sie saisonale Kampagnen starten, dann können Sie das natürlich an dieser Adresse weiterhin tun. Bloß Vorsicht, es gibt verschiedene Gerichtsurteile, die bestätigen, dass nach einer gewissen Zeit E-Mail-Adressen und das Werbeeinverständnis erlischt. Und deswegen empfiehlt es sich eben auch, hier Sondermailings zu verschicken, um dieses Werbeeinverständnis aufrechtzuerhalten. Und vielleicht auch noch für Sie weitere Takeaways, wenn Sie so eine Kampagne aufsetzen. Achten Sie darauf, dass Sie wieder sichtbar im Posteingang werden, das heißt Aussetzen der regulären Newsletter-Kommunikation, den Absendernamen ändern und attraktive Betreffzeilen wählen, beispielsweise über Betreffzeilen-Tests. Natürlich responsstarke Inhalte zu bieten und attraktive Inhalte zu bieten, wie in diesem Fall ein Gewinnspiel. Das sollte natürlich incentiviert sein, ansprechend designt sein und möglicherweise einen Gamification-Ansatz haben. Und am Ende, wie ich bereits mehrfach sagte, Mehrstufigkeit ist das Schlüsselwort, um die Kunden dauerhaft zu reaktivieren bzw. erst zu einer dokumentierten Reaktion zu bringen. Und deswegen sind wir natürlich sehr stolz, dass wir auch international ausgezeichnet wurden. Hier finden Sie auch nochmal die URL, wo Sie die ganze Case Study nachlesen können und sich nochmal detaillierte Informationen, die ich vielleicht hier an dieser Stelle nicht genannt habe, zu holen. Und ich möchte ganz am Ende natürlich nochmal darauf hinweisen, wir haben auch verschiedene Events und verschiedene Seminare und wenn Sie natürlich Interesse haben und über solche Themen tieferes Wissen an sich aneignen möchten, dann sind wir natürlich immer für Sie da in verschiedenen Praxisseminaren oder auch zu unserem Berlin E-Mail Summit mit Top-Speakern aus verschiedenen Branchen, sich hier einen Einblick in die Best Practices der Branche zu holen, wie Sie im E-Mail-Marketing aufgestellt sind. Das war es von meiner Seite an der Stelle. Ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen und hoffe, dass es ein bis jetzt sehr interessanter Vortrag für Sie ist und Ihnen einiges an Wissen gegeben hat. Vielen Dank.